Männer, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Onkel Freddy war da auf dem Schrottplatz, Duisburger Junge. Und ich weiß zwar nicht, was heute noch passiert, aber ich habe ein gutes Gefühl. Vielleicht kriegen wir noch ein bisschen Geld in die Kasse. Und have a nice day, man. Patrick, kommst du mal zum Büro? Patrick, einmal zum Büro, bitte. Da hat gerade eine Dame angerufen, die hat einen Peugeot 206 SW. Ja. 2002, 2003. Die brauchen eine komplette Außenanlage. Von vorne bis hinten. Gehst du mal gucken? Muss ich nachschauen. 10 Minuten ruft die zurück. Alles klar. Okay. Gehen wir mal gucken, ob wir das da haben, ne? Ja, 206 SW, das sind beliebte Teile, genau wie 207 SW, also das geht relativ schnell weg, die Sachen, ne? Also da muss man immer gucken, ob man da hat oder nicht, weil bei Peugeot hast du immer was. Ja, wenn wir so einen Auspuff hätten, dann kann man schon ein bisschen was in die Kasse rein tun. Die Kasse, die freut sich immer. Und mir gefällt das am allerbesten, wenn die so überläuft. Wisst ihr, wie ich meine, so eine Kasse überläuft? Aber in der heutigen Zeit ist nicht so richtig Qualm drin, nicht so richtig Dampf drin. Jetzt sind die Temperaturen noch zusammengebrochen und wenn wir jetzt die nächsten Tage sogar Schnee kriegen, ja, da können wir hier so schön, so, wisst ihr, was das ist, so Däumchen drehen, so, was das bedeutet. Schöne Scheiße. Wenn wir so einen guten Tag haben, wo so richtig schön was drin ist, so, da fährst du nach Hause und denkst natürlich auch, oh, wow, geiles Geschäft, was du hier führst. Ne? Ja, ich meine, ich sitze hier 46 Jahre und der Handel ist immer so wie der Wandel. Und der Jesus hat ja auch gesagt, es gibt immer 7 fette Jahre und danach gibt es wieder 7 magere Jahre. Ne? Also wir sind jetzt im Moment bei den mageren Jahren. Ne? Also kein Motor da, kein Abgasstrang, nichts mehr dran an der Karre. Gehen wir mal ins Büro. Ja, scheiße, haben wir nicht da, ne? Erklären wir nochmal den Fred. Wollte das der Kunde mal sagen. Autoverwertung Bauhaus. Ich habe eine kurze Frage und zwar, ich habe für ein Polo, ich glaube 6R kann das sein, noch Winterreifen auf Stahlfelge. Und die willst du loswerden? Jawohl. Ja, dann bring die mal vorbei, ich guck mir die an. Wenn die nochmal gut sind, kann ich dir sogar ein bisschen Geld anbieten. Okay? Jo, super. Bis gleich. Später. Ciao. Ach, da gibt es schon mal eine ganze Menge Leute so, die so eine Garage räumen und so. Oder ziehen um, keine Ahnung. Und dann kommen die mit Autoteilen, die der Bauhof nicht annimmt. Die nehmen keine Sitze, die nehmen keine Reifen, sowas geht nicht. Ja, und dann rufen die hier an und dann sage ich, ja, dann stelle mal dahin. Ne? Und dann frage ich die Leute immer, seid ihr denn aus Duisburg? Ja, wir sind aus Duisburg. Ja, wenn Sie aus Duisburg sind, sage ich, dann ist das kostenfrei, wenn Sie das hier abgeben wollen. Ich meine, Duisburger, ich bin ja auch Duisburger. Und dann lachen die immer und dann gehen die mit dem Lächeln vor Platz und das finde ich auch immer so schön. Ich meine, helfen geht. Autoverwertung Bauhaus. Schönen guten Morgen. Hallo. Eine Frage, habt ihr von Opel Corsa D eine Frontbox? Was ist denn eine Frontbox? Lautsprecher. Ja, ein Corsa D haben wir hier, so einen gelben. Da kannst du mal gucken, da könnte gut noch was drin sein. Motor ist weg, Getriebe ist auch weg. Aber innen drin, komm einfach rum. Also könnte ich da selber reinbauen? Ja, kostet 5 Euro ein Lautsprecher. Alles gut. Okay, komm ich mal vorbei. Danke. Prima, jo. Tschö. Und Patrick, was für eine Aktion machen wir? Ja, scheiße, ne? Nix da. Kein Motor mehr, kein Abgasstrang, alles schon zerlegt. Dann ist schon weg. Alles weg. Also haben wir das Geld schon früher eingenommen. Dann haben wir schon früher. Können wir das heute nicht einnehmen. Nee. Mach deine Arbeit weiter. Alles klar. Ja, dann warten wir eben auf den nächsten Kunden. Mal gucken, was passiert. Ein bisschen Daumen drücken, so ist natürlich auch gut. Au, ich bin heute Morgen über die Rheinbrücke gefahren und da kam mir ein LKW entgegen, der hatte Langholz geladen. So ganz lange Baumstämme. So. Normalerweise bringt das Glück. Dann ist Langholz. Aber bis jetzt sitze ich hier und ist immer noch ein bisschen die Nase. Ne? Aber wir kriegen schon was gebacken heute. Autoverwertung Bauhaus. Ja, Helgas nochmal hier wegen den Auspuff. Wir haben geguckt, dein Auto ist schon ganz schön geflattert. Also der Platzmeister sagt, der Motor, der Getriebe und der Auspuff ist schon weg. Da kann ich nichts machen. Alles klar, trotzdem Dankeschön. Wenn Sie ja. In 3, 4, 5 Tagen nochmal anrufen, wir kriegen jeden Tag Neueingang hier.
Ja, ja, vielleicht okay. Dann was dabei. Ja, gut. Oder schreiben Sie mal meine Nummer auf, wenn Sie bitte. Nee, 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 dafür haben wir viel zu viele Kunden hier. Das kann ich nicht. Ach so, aber okay. Melden Sie sich mal am Freitag. Am Freitag oder am Samstag. Ne, kann ja sein, dass wir ein bisschen Glück haben, kriegen wir die Woche so ein Auto rein. Alles klar, super. Danke. Okay, jo. Tschüss. Ich habe das schon mal versucht mit einem Rückrufservice. Aber wenn wir dann so ein Auto in 3 oder 4 Tagen kriegen und ich rufe die Leute zurück, dann sagen die, ja, unser Auto war kaputt, wir mussten uns was einfallen lassen, wir können jetzt nicht mit einem kaputten Auspuff eine Woche durch die Gegend fahren, kann man ja auch verstehen. Und dann kaufen die das neu oder woanders. Ne? Das ist schon sehr, sehr oft passiert. Deswegen sage ich immer, wenn die Leute interessiert sind, dann rufen die auch wieder an. Ich kaufe mir doch keine Arbeit. Wofür? Gar keinen Bock drauf. Ja, wir haben ja immer was zu tun. Kreisen wir ein bisschen rum, räumen das Lager auf oder sonst was, waschen den LKW. Irgendwas ist immer. Ne? Deswegen komme ich auch so gerne hier hin, weil jeder Tag ist anders. Manche Tage sind so, manche Tage sind so. Manche Tage kommen hier ganz verrückte Leute, da lachen wir uns hier im Büro kaputt. Und dann hast du auch mal Leute, die sind sowas von verrückt, die suchen Teile von einem Opel vor Ort. Was ist denn ein Opel vor Ort? Ford Corsa. Corsa, meinen die? Ford Corsa, ja. Ein Ford Corsa, ja. Ja, den haben wir nicht. Also, der ist auch nie gebaut worden. Da lache ich immer hier mit dem Ali. Ach, das sind die Leute mit den Reifen, die vorhin angerufen haben. Ja, soll der Ali mal gucken, was damit los ist. Autoverwertung Bauhaus. Golf 6 vorne links Kotflügel. Ich habe einen Golf 6, der ist vorne komplett verbrannt. Da kann man nichts von abgeben von vorne, nur von hinten. Ruf mal in ein paar Tagen nochmal an, wir kriegen immer wieder neue Autos, okay? Jo, alles klar. Alles klar, jo, tschö. Golf 6 habe ich, vorne komplett verbrannt. Kann man ja natürlich kein Kotflügel geben. Erstmal ist der total verrostet und dann ist der auch noch so wellig geworden von der Hitze. Nee, sowas verkaufe ich nicht. Bin doch kein Verbrecher. Ja, wir tun die jetzt in den Netz rein und dann machen wir damit irgendjemand glücklich. Vom Profil her sehen wir ganz gut aus. Patrick! Komm mal bitte! Einer hat einen Nagel drin. Ja. Okay. Mach's ein Foto vom DOT, Profiltiefe, ja. Und dann setzt ihr die rein, ja? Alles klar. So, Fred, die 250 Euro von den Klimakompressor sind auf dem Konto drauf. Die von dem Maserati? Ja, ich tue den Karton jetzt hier im Fiorino rein, dann kann der Klaus den wegbringen. Ja. Können wir doch machen, der Mann wartet drauf. Adresse habe ich auch. Hast du alles? Ja. So, da bringe ich ihn jetzt weg. Einmal Post. Der Mann, der freut sich. Ja. Ja, ich meine, normalen Golfkotflügel verkaufen, das kann ja jeder, ne? Aber wer hat denn einen Klimakompressor von einem Maserati Quattroporte? Ich hab den. Ich habe eine Werkstatt geräumt. Wir haben da einen Unfallwagen gehabt, einen Maserati. Und haben da auch eine Menge Teile schon von verkauft. Ein Unfallwagen ausgeschlachtet. Ja, und dann hat der da ein bisschen Kram da rumliegen und hat gesagt, Fred, nimm mal die Reifen mit. Und da haben wir noch einen Kompressor und da haben wir noch einen Anlasser und da haben wir noch einen Scheinwerfer. Und gib mir mal eine Gutschrift für 100 Euro, dann komme ich dir da was anderes holen. Ja, was habe ich gemacht? Habe ich da bei eBay Kleinanzeigen reingetan? Ja, erster Resultat, Klimakompressor, verkauft. Ich glaube, der geht nach Frankfurt. Und der Mann total glücklich, so ein Klimakompressor kostet neu 600 Euro. Ich habe den mir jetzt gegeben für 250 Euro. Geld ist auf das Konto gekommen. Traum. Geile Geschäfte. Ja. Ja, Leute. Vorplatzkaffee, immer lecker. Guck mal, da ist meine Fresse drauf. Die könnt ihr bei uns im Shop bestellen. Entweder oben. Oder unten in der Beschreibung. Und wisst ihr, was noch neu gekommen ist? Wir haben neue Schlüsselanhänger. Da sind sie. Wir haben wieder Schlüsselanhänger gemacht. Da liegen sie. Auch über den Shop. Aus echten Schrottteilen vom Schrottplatz von Onkel Friedemann. Geht auch über den Shop, ist ja klar. Öfter mal was Neues. Ja, Autoverwertung Bauhaus lässt grüßen. Ja, Mann. Thank you.
Ach, der Fickel, was hast du Gutes? Du, ja. Meinst du, kannst mir helfen? Ich kann jedem helfen. Das freut mich. Ich habe in dem Smart, ja, ist ein bisschen Luft drin. Da muss da Luft raus, entlüftet werden. Ja. Und du weißt, es ist eine Kleinigkeit, aber da muss hinten angehoben werden, ja, damit die Luft hinten rausfließt. Und da wolltest du, ja, ob du mir meinen Stapler mal, ja, haben? Ja, ja, kannst du hier selber fahren, den Stapler? Ja, den kann ich auch selber. Ja, komm, dann fahr einfach da raus und mach die Scheiße fertig. Kein, ja, Problem. Super. Geht wieder. Ja, Mann. Der Figri, das ist ein Kumpel von mir. Als der 18 Jahre alt war, hat er schon hier bei mir BMW-Teile geholt. Guck mal, wie alt er geworden ist. Und er kommt immer einmal oder zweimal in der Woche, dann braucht er das, dann braucht er das, dann braucht er das. Also der wird hier bevorzugt behandelt. Also Kunden, die ich schon 30 Jahre lang pflege, die werden hier immer bevorzugt behandelt. Der darf sogar mal Stapler fahren. Der darf hier alles. Der kann auch im Lager gehen, ohne mich zu fragen oder sonst was. Der kann sich hier ganz frei bewegen. Geiler Typ, der Fikri. Wir wollen den erstmal entlüften, oder ich beziehungsweise den jetzt erstmal entlüften, weil der Wasserbelt da vorne hat bei diesem kleinen Auto, hat Luft innen drin. Und das Luft muss erstmal nach hinten entweichen, dass ich den hinten entlüften kann, sonst komme ich gar nicht da dran. Das Luft bleibt immer da vorne. Also muss er nach hinten. Und wir haben den Motor hier, noch gucken wir mal. So. Muss ich mal noch Werkzeug innen holen. Ja, das ist jetzt eine Notlösung. Wenn man sich zu helfen weiß, guckt man überall durch. Dann kann man sich vieles sparen, weißt du? So. Den Friedemann kennst du auch schon lange? Da war ich schon 18. Da habt ihr in der Halle nicht hier gehabt, da habt ihr in Rheinhausen gehabt. In Hummeln, glaube ich. Nee, Bergheim war das. Da habe ich erstmal dahin. Da waren wir schon fasziniert, was der da an Autos hatte. Also als 18-Jähriger und wenn du mit Autos so groß geworden bist, das war ja schon der hin. Also musst dahin. Und mit Autos, wenn du da immer was zu tun hast, war Freddy für uns immer der Ansprechpartner, weißt du? Ja, und so kam das, dass wir uns über die Jahre immer mehr und immer mehr in die Autogeschichte vertieft haben. Ja, und jetzt sind wir jetzt richtig über 30 Jahre. Also da war ich 18, jetzt bin ich 54. Ja, ist schon eine lange Zeit, ne? Gut, dass die Freundschaft so lange gehalten hat. So, da haben wir jetzt den Motor. Und dann zeige ich euch mal, wie man das dann schnell entlüften kann. So, ist einfach nur ein Wasseranzeige hier. Den hole ich raus und da kommt Luft raus und ist fertig. Da ist die Klemme raus. Und wenn du jetzt guckst, vielleicht kommt da jetzt, kann man noch direkt sehen, ob da Luft rauskommt oder Wasser. Ja, da hier steht Wasser drin. Und dann lasse ich jetzt ein bisschen vorne Wasser füllen, bis das Wasser hier überläuft. Dann ist das entlüftet. Das haben die sehr smart gemacht bei Smart. Hier ist der Wasserbehälter. Hier kann man den dann Wasser füllen. Also wenn ich den jetzt hier fülle, dann kann er oben an der höchsten Pump entfliehen. Und das ist der Sinn der Sache. Deswegen habe ich damit Stapler so ruckzuck, bevor man mit der Hebebühne hast, bei den kleinen Autos immer Probleme. Ja, weil die passen nicht immer, die musst du immer hin und her versetzen. Ist die schnellste Lösung. Geht, machen wir schnell Wasser rein. Ich habe jetzt richtig Spaß an den Dinger. Du kannst gemütlich überall parken, hast keine Parkprobleme, sparsam, sieht schön aus, kann man schön Eindruck schenken. Ne? Gefällt mir. Ich hole ihm nur Wasser jetzt, dann füllen wir den nochmal auf. Dann tun wir da ein bisschen Frostschutzmittel. Sieht eigentlich ganz lecker aus, ne? Ja, schmeckt auch. Du kannst auch mal probieren. Das merkt man auch bei Bremsflüssigkeit und Kühlmittel, den sollte man mal probieren. Es schmeckt auch. Aber du hast eine lange Zeit den Geschmack im Mund. Unangenehm. Ich lasse den Motor nochmal laufen, damit er nach hinten rausschmeißt. Und das war's. Da ist der Fikret. Und?
Everything okay? Alles super gelaufen, Fred. Wie immer. Ich wollte mich bedanken für den Stapler. Ja. Ja. Dann wie immer. Bis nächstes Mal. Danke dir. Ja, kein Problem. Melde dich. Mann, der kommt seit 30 Jahren bei mir Teile kaufen. Weißt du, wie viel Geld der schon bei mir gelassen hat? Und wenn der mal mit Stapler braucht, dann will ich die Karre hinten ein bisschen hochheben. Kostet mich doch auch nichts. Und wenn ich den anrufe und brauche den für eine Spezialarbeit, Mercedes-Spezialist, halbe Stunde später ist der hier. Ich kann mich auf meine Pappenheimer verlassen. Ja, ich sag doch hier am Schrottplatz immer, wir arbeiten so im Prinzip wie so eine Waage. Das heißt, du hast die Waage und dann ist auf der einen Seite ist da weit Gewicht drauf und auf der anderen Seite ist dann kein Gewicht drauf und dann hast du das wieder so, dass auf der Seite Gewicht ist und dann hast du auf der Seite kein Gewicht. Das heißt, ich tue jemandem Gefallen, dann bin ich so und der ist so und wenn der mir dann wieder einen Gefallen getan hat, dann gleicht sich die Waage wieder aus. So reden wir hier bei uns im Ruhrpott. Die Waage muss immer in der Waage sein. Ja, wenn die natürlich so hängt und dass ich so viele Sachen für andere Leute gemacht habe und die haben für mich gar nichts gemacht, da habe ich keinen Geschmack dran. Dann muss mal wieder was passieren, dass die Waage sich wieder ausgleicht. Also ist der mir was schuldig. Und dann sind wir wieder alle happy. Zahnfee, komm mal rein hier. Cool, man. Tja, mein lieber Fred, Tachchen. Du als Mühlheimer. Ja, hast du dich mal in Duisburg verlaufen? Ich habe mich in Duisburg verlaufen, weil der TÜV-Prüfer will 3 Kopfstützen sehen auf der Rückbank. Haben wir gestern am Telefon drüber gesprochen. Richtig. Und genau. Du hast ein Lupo. Ich habe einen blauen Lupo. Was sagte der Fritz in der Werkstatt? Sagte, und die Durchmesser von diesen Stangen sind total wichtig. Ja, auch genau. Genau, habe ich dir gesagt. Ich sag, mein Gott, dann fällt man die Dinger zurecht, bis sie reinpacken. Einfach reinstoppen, ne? Also wenn du sowas hast und wenn die Kohle nicht reicht, frage ich einfach nach der Leihgebühr für einmal TÜV vorführen und dann bringst du die wieder zurück. Wieder, ne? Dann, Eiskalt, was soll ich mit den Dingern? Ich brauche die nicht. Warte, ich gebe dir mal den Patrick mit. Ne? Patrick, einmal zum Büro. Ich habe auch was für dich. Habe ich gerade gefunden bei Aldi. Ja. Patrick, da ist ein Kumpel von mir. Dem habe ich mal einen Porsche abgekauft. Mhm. Und wir kungeln so zwischendurch immer ein bisschen. Der hat Probleme mit dem TÜV, mit seinem Lupo. Mhm. Da fehlen hinten 3 Kopfstützen. Gehst du mit ihm mal einmal durch die Reihe? Ich muss noch mal kurz warten, weil ich habe noch einen Kunden draußen. Kein Thema. Ich warte. Ja, das ist überhaupt gar kein Thema. Soll ich dich dann so verfolgen, begleiten? Ja klar, geht doch schon mal mit. Zeig dir mal, wo die Autos stehen, da kann er das selber mal gucken. Und in der Zwischenzeit lasse ich dem Fred was zum Spielen hier. Habe ich gerade bei Aldi. Hat die Oma mir mit ihrem Einkaufswagen in den Kraken gefahren. Ne? Was ist das? Die Scheißdinger sind immer. Guck mal genau hin. Ach, das sind Hot Wheels. Ja, aber guck mal genau hin. Das soll ein Porsche sein. Ja, aber was für einer. Lustig, ne? Und dann mit einem hohen Dach. Ja, lustig. So ein Comic-Auto, weißt du? So. Ja, das stelle ich mir hier zu den anderen. Komm, pack aus. Ich bin sowieso da in der Ecke. Danke. Bis gleich. Ja. Bis später. Ja, das ist doch geil. Guck mal, das ist ein Porsche. Haben sie ein hohes Dach drauf gemacht, warum immer. Hot Wheels, finde ich immer gut. Habe ich da auch noch 2. Ja, tue ich zu meinen anderen. Ha, klasse. Finde ich gut, wenn mir jemand was mitbringt. Ich kriege ja auch gerne was geschenkt. Wann hast du denn letztes Mal was geschenkt gekriegt? Ich gerade im Moment. Also ich bin schon happy für heute. Ja, guck mal, dein Auto, das steht da, da kannst du gucken gehen. Ne, der silberne, ne? Genau, der silberne, der schwarze da oben, kannst du alles gucken. Klar. Gute. Danke dir. Ja, wir haben hier eben so Vögel. Der macht mir hier einen Vorschlag, der will mir die abkaufen, wenn die billig sind. Oder er bezahlt mir eine Leihgebühr nur für den TÜV und bringt mir die dann wieder. Ja, was soll ich der Jungen denn abnehmen? Den kenne ich auch schon ewig. 3 Kopfstützen. Soll er mir einfach 30 Euro geben? Ist doch alles in Ordnung. 10 Euro ein Stück, da ist immer alle glücklich. Bin mal gespannt, was passiert. Ach, da haben wir einen. Oder was? Leihen? Kommt drauf an, was für ein Preis. Ja, wenn der Preis günstig ist, dann kaufe ich die. Ansonsten leih ich die kackfrech beim Fred. Ich sage, bring die nächste Woche wieder mit. Habe ich kein Problem mit. Ne? Aber ich habe meine 3 jetzt. So, dann würde ich sagen, gehen wir mal zur Kasse. Ne? Ach, da hast du ja was in der Hand. Ja, war easy, ne?
Und was sind die? Ein Strauß Blumen. Ja? Jo, passt, und die passen. War noch nicht mal ein Lupo, war ein Seat. Ja, wollte ich gerade sagen. Alles schon rosa. Bequemer. Zwei lagen so lose im Fußraum rum und die andere war auf der Beifahrerseite. Passen alle. Ich habe ja die eine getestet. Ich will ja kein Vermögen abnehmen, weil wir sind ja Freunde. Aber ich denke mal, 30 Euro ist anständig. 10 Euro das Stück. Ali, was meinst du? 30 Euro sind okay, ne? Ja, klar. Ist fair auf jeden Fall. Ist fair, ne? Ja. Verkauf die immer für 20 ein Stück, du gehst die für 10 ein Stück. Ehrlich? Ja. Für 20 würde ich die aber dann, erwarte ich dann saubere. Ne? Aber die sind dreckig. Mach die mal sauber. Nein. Natürlich gebe ich dir die 30 Euro, mein Lieber. Klar. Bekommst du Cash auf die Kralle. Hole ich jetzt raus. Dann hast du auch den TÜV nicht betrogen. Den TÜV-Pulver, den drehe ich den Hals um. Der ist doch bescheuert. Ich denke mal, die Performance von den Jungs letzten Montag war nicht so gut. Montag ist schon mal schlecht zum TÜV zu fahren. Stell dir vor, der TÜV-Prüfer hat Probleme zu Hause, ne? Hat nur Theater. Dann kommt mit so einer Visage zu seiner Arbeitsstelle montags morgens. Ne? Macht er dir eine Mängelliste? Dann macht er dir eine Mängelliste bis nach Moskau. Und wieder fällt zurück. Fällt dir ein Ei aus der Hose? Komm, gib Kohle. Bitte. Mach dir dein Auto fertig. Ich wünsche dir was, mein Lieber. Wünsche dir viel Glück. Wir sehen uns. Ciao. Haut rein, wir sehen uns. Ne? Ciao, fährt ciao. Glücklich mit den Dingern. Jo, mach auch. Ciao. Alles klar. Ja, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Denkt bitte an unser Abo, da leben wir ja auch von. Schön, die Glocke, tralala, Onkel Dagobert. Und macht ihr, was ihr wollt. Ich mache jetzt gleich Feierabend. Nicht so viel passiert heute, aber bin trotzdem happy. Ja, Mann.